Nein. Sulfurdioxidgas. Ja, das ist das, was ich davor haben wollte. Irgendwo hier muss der Schwefel kommen. Wahrscheinlich von den Algen. Ich weiß nur nicht von, also von den grünen Algen dann. Ist hier auch noch irgendwas anders? Chlor. Ne, Chlor ist nicht Schwefel. Okay, wir sind aber schon mal einen Schritt näher dran. Das heißt, das sollte ich jetzt irgendwo hinbauen, eigentlich, wo es ein bisschen prominenter aussieht, also wichtiger aussieht. Nämlich, sagen wir da. So. Hier ist die Schwefelsäure, die am Ende rauskommen soll. Für die Schwefelsäure brauchen wir Sulfurdioxidgas. Sulfurdioxidgas stellen wir hierher mit Schwefel und Oxygen. Oxygen kriegen wir von da. Können wir darüber kappen. Und das Purified Water kriegen wir von hier. Können wir auch da irgendwie schon hinbekommen, das wäre kein Problem. Es fehlt jetzt also nur Schwefel. Nur. So, Schwefel kriegen wir aus Hydrogensulfidgas. Ich habe nur jetzt keine, ja, Chemical Plants mehr. Das heißt, die Chemical Plants, scheiße. Die Chemical Plants da oben müsste ich eventuell abbauen und hoffen, dass das Carbondioxidrezept auch in dem Gebäude hier drin ist. Das ist jetzt doof. So. Das ist mit Kohle. Ich will nicht Kohle benutzen. Hier. Okay, ist drin. Carbondioxid. Darum. So nicht. Hier. Pellets. Okay, schon haben wir eine Chemiefabrik gespart, die wir jetzt für die ganze Schwefelgeschichte brauchen. Du meckerst schon wieder, weil du keine Steine hast. Steine, Steine. Hier, nimm Stack. Okay, das läuft. Hier drüben wird Mineralized Water hergestellt. Das kriegen wir hoffentlich auch im Liquefier hin. Na, oh, da ist ein Pol gleich im Weg. So. Bau das anders hin. So. Mineralized Water, ja. Der muss da leider weg. Ticken weiter nach rechts. So, Wasser kommt. Das sollte sich hier eigentlich nicht verbinden, weil das hat keinen Input für Wasser. Und riesige Steine. Okay, eine weitere Chemiefabrik gespart. Ich denke, das ist mit ein Teil der Challenge von dieser Map, dass man die richtigen Gebäude auch für die richtigen Rezepte nutzt, weil man sonst halt nicht genug Gebäude hat. Noch mehr Nettoabschüttung. So, wo war ich jetzt? Ich wollte Schwefel herstellen. Und zwar hier. Da, dreimal Schwefel. Also von da nach da nach da. Ist so bisher die Reihenfolge. Das ist doof, sich das so vorzustellen. Deswegen setze ich jetzt dich mal hier weg und setze dich. Mist. Haut das hin? Ja, haut hin, okay. Hau dich hier hin. Also von rechts nach links. Machen wir das Ganze mal. Jetzt brauche ich Hydrogensulfidgas. Also Wasserstoff. Wasserstoff haben wir da.
ist ja nichts drin. Ah, da, Hydrogen. Kommt irgendwie nicht so häufig hier alles an. Keine Ahnung warum. Oh oh. Wird's gerade Tag oder wird's gerade Nacht? Ich glaube, es wird gerade Tag. Dann ist es okay mit dem Speicher. Ja, also Wasserstoff kriegen wir schon von da drüben, aber das Schwefel. Irgendwo, ne, dieser Anfang, wo der Schwefel herkommt, das brauche ich. Um an das Sulfidgas zu kriegen. Jetzt komm. Ist das vielleicht in der Kohle mit? Nee. Was bist du denn da unten eigentlich? Ein Valve. Ja, nee, brauchen wir momentan noch nicht. Sind nicht so viele Sachen. Bei der Filteranlage bestimmt, oder? Bam. Ja, da brauche ich viel mehr Platz für. Ja, man muss warten. Bis genug fertig sind, das macht so keinen Sinn. Okay. So, das sollte Platz technisch in der Hand. Ganz knapp. Hier. Fluoric Wastewater. Stellt das daher. Das sieht schwefelig aus. Also darf nur Fluor sein, hm? Sulfuric Wastewater. Wie kriege ich jetzt Sulfuric Wastewater? Ohne vorher Schwefel reinzutun. Slex Slurry. Ah, ne, ich brauche auch Schwefelsäure. Deswegen habe ich gerade erst damit angefangen. Ich lasse es erstmal so. Wenn wir irgendwo Sulfuric Wastewater sehen als Endprodukt, dann bleibt das bestehen und dann ist die Kette wirklich das Ding, was auch immer das ist, was das Wastewater herstellt. Dann Wastewater, dann das, dann das, dann das. Und dann mit der Schlacke Stein zu Sludge-Flüssigkeit verballern. Aber ich denke, das wird eher was sein, was man später macht und nicht, was man vorher macht. Das ist alles nur Hin- und Hergeschiebe von der Schwefel-Geschichte. Also von Schwefelsäure zu Schwefelfeststoff zu Schwefelgasen und so weiter. Es muss nicht unbedingt alles zusammenhängen. So, her damit, her damit. Ja. So. Bau. Was haben wir noch an Gebäuden? Helps to get rid of all the water you don't want. Das ist aber nur ein Water Void. Kommt nicht irgendwas bei raus. Okay, Electrolyzer. Haben bisher nur genutzt, um Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff aufzusplitten. Und dafür scheint es auch nur gut zu sein. Schade. Hydroplant hatten wir gerade. Crystallizer war für die Erze. Brauchen alle einfach nur Mineral Sludge. Crystallizer kann also ignoriert werden. Und die Filtration Unit braucht schon wieder die Schlacke. Die Schlacke kriegen wir erst mit der Säure. Ja, und da kommt das raus, das Gelbliche. Wir brauchen aber einen Startpunkt. Wir müssen irgendwo hier einen Schwefel bekommen. Gegner vielleicht? Kann man Gegner vielleicht zerlegen oder zermanschen und dann kriegt man da was raus? Dann müsste es aber hier bei den Rezepten auftauchen. In der Startkiste war kein Schwefel, nein. Das war's an Gebäuden, ne? Also nee, den Ore Crusher habe ich.
Das ist alles nur für die Erze und Stein, das war's. Nö, bin dann da jetzt alle Rezepte durch von allen Gebäuden. Guck nochmal hier. Auch beides, obwohl die Erste produziert es nicht. Ich hab's. Crushed Coal. Ja. Sulfurik. Super. Okay. Wir hauen dich weg. Dich dahin. Hier. Wir brauchen. Oh, jetzt. ja. Wir brauchen erstmal mehr Licht und wir brauchen Platz und überhaupt alles andere auch. Die Reihenfolge ist doof. Und ich muss herausfinden, wie ich Crushed Coal bekomme. Was sollte eigentlich nur ein Ore Crusher sein, oder? Ja, hier, Crushed Coal. Schmeiß Coal rein. Crushed Coal raus. Crushed Coal kommt dann hier rein. Wir kriegen die. Das kann ich mal kurz von Hand machen. Einfach nur und haut das hin. Gucken wir mal. Wo ist die Crushed Coal? Da, Crushed Coal hier rein. Und Purified Water. Das war hier hinten. Kommt da raus. Da rein. Daran. Läuft. Ja, haben wir hier Coke. Und die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit kommt hier rein, wird weiter verarbeitet zu Schwefel. Unser erster Schwefel. Und Sulfuric Waste. Irgendwas. Water. Das ist Purified Water da hinten wieder? Das könnten wir doch dann theoretisch zurücklaufen lassen. Das Ding braucht zum Beispiel Purified Water. Oder kein Strom. Das kriegen wir auch hin. Und ebenfalls. Achso, das ist dasselbe Ding, wie ich da oben gemacht habe. Das brauchen wir jetzt hier nicht, nein. Aber da hinten brauchen wir noch das. So rum ist, glaube ich. Nee, es kommt da nicht an. Hau dich da weg. Das ganze Teil sollte auch eigentlich einfällt nach unten, ne? Damit ich oben besser rumgehen kann. Ja, das große Ding. Auf welcher Höhe war das andere? Hier. Ah, brauchen wir jetzt wieder mehr Platz hier unten. Gut. Der Höhe. Das da weg. So. Hier. Was ist so Crush-Dings fehlt? Das kommt raus. Flüssigkeit kommt. Da runter, da hoch, da, nein, da wieder rein. Ja, sie kann weg. Ich brauche mehr Kohle. Habe ich da noch mehr Briketts reingeschmissen? Nee, ne? Nee, Mist. Okay, Hälfte, so ein halbes Stack davon, da rein, so. Das da zerhackstückeln. Mit kommt da rein. So, und jetzt kommen die Chemical Labs dahinter. Hier einmal hoch. Gut. Chemical Lab. Du machst jetzt. Das Schwefel haben wir. Machen wir jetzt aus Schwefel. Schwefeldioxid.
Das heißt, ich hoffe mal, dass von hier unter dem Ding durch die Rohre reichen. Ja, reichen sie. Super. Geht das nämlich darum und darunter? Okay, das kommt schon mal an. Und Schwefel wird reingereicht. Von Hand momentan noch. Bum, 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 bum. Warum arbeitest du nicht? Weil nicht genug Sauerstoff ankommt, weil Sauerstoff verbrannt wird. Das sollte ich vielleicht ab sofort unterlassen. Das wird eh ein Hackmeck, das hier zu feintunen, wann welche Maschinen stillstehen und wann nicht, ne? Aber okay, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Momentan ist einfach nur ganz viel hinterhergelaufen. Und Steuerung drücke. Warte ich da rein, Zellstoff kommt mal mit, hier kommt... Also Kohle rein. Was ich mit dem Koks hier anfangen kann, weiß ich auch noch nicht. Also Coke ist doch Koks. Also nicht das weiße Zeug. Ne? Koks. Schwarz. Kohle. Dingens. Ah. So. Genau da. Sulfurdioxid. Sehr schön. Das muss jetzt in die nächste Fabrik. Und zu Sulfuric Acid verarbeitet werden. Dafür brauchen wir Flüssigkeit. Und zwar Purified Water. Purified Water kam hier mit raus. Oh, das ist jetzt ungünstig. So, so ist besser. Das heißt, da kommt die Flüssigkeit rein. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt... Nee, es ist Mineralized Water. Das ist nicht Purified Water. Wie kriegen wir jetzt aus Mineralized Purified? In so einem Riesenteil. Nein, das will ich nicht. Das heißt, wir wacken das hier weiter ab. Bringen das bis da. Drehen dich doch wieder um. Schmarrn. Allesamt Schmarrn. Das müsste jetzt gleich hier so ein Zickzack laufen. Oh, Feier. So. So ist gut. Okay. Dann dich daraus, darum, darunter, weil ich meine Pfosten da stehen haben will, wo sie stehen. Dann daran nicht damit verbinden, du daran nicht damit verbinden und zack, die Wurst. So, Schwefelsäure. So, nächster Schritt nach Schwefelsäure war das Schlackending, ne? So, apropos Schlackending, immer schön weiter hier oben nachwerfen, damit wir unsere Steine bekommen, um expandieren zu können. Das war jetzt im Crystallizer, glaube ich, der nächste Schritt. Oh, Fischi. Zack. Crystallizer. Oh, wieder so ein doofes, großes Ding. Crystallizer. Nee, du brauchst die Schlacke. Wo wird die Schlacke hergestellt? Schlacke, Schlacke, Schlacke. Hier. In der Chemiefabrik. Oder in einem Liquefier. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Liquefier und Chemiefabrik, dann nehme ich den Liquefier, weil die Chemiefabrik kann irgendwie mehr. Ja, nimm Slag direkt. Und das da. Sehr schön. Damit haben wir die Schlacke. Jetzt brauche ich noch mehr Platz. Und mit dem noch mehr Platz setzen wir dann den Crystallizer. Das muss ich theoretisch alles aufrechterhalten. Indem ich da wieder Zeug reinwerfe und raushole und überhaupt. Und hier auch die Sachen raushole, damit wir weiterhin Wasserstoff und Sauerstoff bekommen. Wobei Wasserstoff wird momentan alles noch verbrannt. Wird später bestimmt auch noch irgendwo mit reingeflossen.